Freunde, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Die Könner werden jetzt schon wissen, wo ich bin. Hier, eine Menge E32 und eine E66. Ja, ich bin im Windpark Dornumgerode, wie auch immer man es nennt. Ja, es ist sehr windig, aber alles steht still. Fast alles. Hier stehen ja 12 E32 Anlagen und eine E66, eine 13. E33, also eine 13. Enercon Anlage soll wohl noch mit dazugehören, aber ich sehe jetzt keine 13., wenn ich ehrlich bin. Ja, auf jeden Fall ist es extrem windig und es steht so gut wie alles still. Ja. Da ist das Ding. Warum die Dinger jetzt hier alle stillstehen, weiß ich nicht. 2 Stück von den 12 drehen sich. Die da hinten hören sich aber auch nicht mehr gut an. Ja, schade. Ich hätte sie gerne mal drehen gesehen. Aber was ich auch sehr komisch finde, ist, dass ich bin ja jetzt hier schon seit ein paar Tagen. Die stehen schon... Seitdem ich hier oben bin und sie gesehen habe, stehen die immer nur still. Also ich habe sie bis jetzt noch nicht einmal alle drehen gesehen hier oben. Und das ist das meiner Meinung nach sehr seltsame Phänomen hier oben im Windpark. Warum die jetzt hier alle defekt sind oder stillgelegt sind, was ich eher vermute, dass die stillgelegt sind, weiß ich nicht. Ja, da hinten stehen noch 2, die drehen sich wenigstens. Ist ja schon mal etwas. Ja, schade, also ist ja halt gerne mal drin gesehen. Ja, Beton halt, schön grün angemalt. Das Ding bewegt sich aber auch kaum, ne? Also du hörst nichts davon, sie trudelt nicht. Total seltsam. Ja. An einer Anlage stehen auch Autos hinter dem Trafohäuschen da hinten, an der letzten, neben der E66. Ja. Ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Überhaupt keine Ahnung. Da hinten ist Windpark Nesmasila Altendeich. Da stehen Nordtank und Windworld und E40. Zwei Nordtank, NTK300, glaube ich. Eine Windworld, 2500, glaube ich. Und eine E40. Ja, mal gucken, ob ich da noch hinkomme irgendwann. Bin ja auch nicht mehr lange hier oben. Bis Samstag. Wir haben jetzt schon Donnerstag. Geht alles echt schnell rum hier oben, muss ich sagen. Ja. Naja, wenigstens war ich mal hier und habe die Anlagen besucht. Das ist ja schon mal was. Der Weg ist natürlich auch wieder in einem super Zustand hier. So. Ja, kann ich euch nochmal zeigen. Da hinten stehen die Autos in der Enercon E30 da. Oh, da ist die E66. Echt seltsam, muss ich sagen. Fängt jetzt auch schon wieder an zu regnen. Also würde ich das Video jetzt auch schon beenden. Bis zum nächsten Video. Ciao.